Willkommen bei Algebraba. In diesem Video geht es um den Sinus und den Cosinus, so als kleine, ja, sagen wir, Grundeinführung. Wir haben einmal den Sinus. Dieser verläuft eben, wie man hier sieht, durch die 0, steigt dann an bis 1 und fällt. Bei Pi hat er seine Nullstellen immer. Also man kann wirklich sagen, 0 Pi, also der Nullpunkt 1 Pi, 2 Pi, 3 Pi und so weiter, sind alles die Nullstellen vom Sinus. Und er ist 2 Pi periodisch, das heißt, nach 2 Pi geht es eigentlich im Grunde genommen so weiter, wie er bei 0 angefangen hat, und das immer alle 2 Pi so weiter. Der Cosinus, der ist so ähnlich wie der Sinus, nur dass er eben ein bisschen verschoben ist. Der beginnt bei 1 und fällt dann bei Pi halbe, hat er seine Nullstelle. Dann bei Pi hat er seinen Tiefpunkt erreicht mit minus 1 und danach steigt er eben wieder und hat immer bei, ja, im Grunde genommen den ungeraden, also den halben von Pis, seine Nullstellen. Also das erste halt bei Pi halbe, die nächste bei 3 Pi halbe, dann bei 5 Pi halbe, 7 Pi halbe und so weiter. Und was man festhalten kann, ist, beide sind 2 Pi periodisch. Bedeutet im Grunde genommen, dass sie halt sich alle 2 Pi wiederholen. Egal, wo man da jetzt einen Cut macht, egal, ob man das am Nullpunkt macht oder irgendwo zwischendrin, nach 2 Pi ist man genau an der gleichen Höhe, also genau der exakt gleiche Funktionswert wird erreicht. Was für die beiden besonders wichtig ist, es gibt eine ganze Reihe an Theoremen und sie haben auch beide eine Reihendarstellung, und dafür ist es eben wichtig, dass man auch ja, weiß, wie diese aussehen. Man kann zum Beispiel die Theoreme relativ leicht mit der komplexen Darstellung der beiden Zahlen beweisen. Und dafür braucht man dann natürlich auch, ja, Erkenntnis darüber, wie diese aussehen. Und das wollen wir jetzt uns im Folgenden anschauen. Also wenn wir sagen, wir nehmen einfach die Funktion Cosinus von den komplexen Zahlen wieder in die komplexen Zahlen, dann können wir sagen, Cosinus von z ist gleich 1 halb e hoch iz plus e hoch minus iz. Und der Sinus dementsprechend sieht fast genauso aus. Nur hier haben wir noch ein i, e hoch iz und hier ein Minus. Das sind unsere komplexen Definitionen vom Sinus und vom Cosinus. Und das Ganze gibt es eben noch auch in Reihendarstellung. Allerdings braucht man die Reihendarstellung jetzt nicht zwingend, um irgendwelche Additionstheoreme zu beweisen, sondern ja, im Grunde genommen sind das die Reihen, die halt gegen Sinus und Cosinus konvergieren. Trotzdem ist es gut, die einmal gesehen zu haben, deswegen werden wir sie jetzt mal notieren. Und ja, in der Reihendarstellung lautet der Cosinus von z wie folgt. Es soll hier ein O sein. Wir haben im Grunde genommen k gleich 0 bis unendlich von minus 1 hoch k von z hoch 2k durch Fakultät von 2k. Wenn man genau hinguckt, sieht man, das ist so, ja, im Grunde genommen haben die beiden Definitionen was gemeinsam, weil man sieht ja hier, das hier ist auch e. Also natürlich mit ein paar Faktoren zusammen, aber wir wissen ja, die Reihe von 0 bis unendlich von z hoch k durch k-Fakultät ist e. Und hier haben wir natürlich noch ja, ein alternierendes Vorzeichen und noch ein paar andere Faktoren mit drinne, aber man sieht schon, dass das mit e zusammenhängt. Und der Sinus, der geht von k gleich 0 bis unendlich von minus 1 hoch k, also ist auch alternierend, aber ein bisschen anders, denn wir haben hier z hoch 2k plus 1 durch 2k plus 1 Fakultät. Wobei der Unterschied jetzt ja, eher gering ausfällt. Gut, das war's soweit erstmal zu Sinus und Cosinus. Wir wollen dann in den folgenden Videos mal die ganzen Additionstheoreme, also die gängigen, beweisen.
und zeigen, dass die halt stimmen, weil die braucht man öfters mal, wenn man halt ja mit Sinus und Cosinus konfrontiert wird. Das war's soweit mit diesem Video. Wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, einfach in die Kommentare damit. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschö.